Ja, hallo Freunde und willkommen zu einer Truck-Vorstellung mir auf Tamiya Honok, das Gameplay. Ja, und heute möchte ich euch vorstellen den Peterbilt 389 von SCS. Ja, und das ist eine Truck-Vorstellung, keine Mod-Vorstellung. Ja, und ich habe das auch zufälligerweise entdeckt, also den Truck von SCS, dass er eingeführt wurde, da ich ja immer die Mods auf der Litauer Seite checke, und da habe ich ein Mod gefunden, Sound für den Peterbilt 389 von SCS, und ich dachte, hä, what? SCS hat den 389 endlich eingeführt? Ja, so ist es. Ja, und man kann sagen, what a beauty. Ja, was für eine Schönheit, also echt top. Und das ist eine Standardlackierung von dem Truck, ne, was ihr hier gerade seht. Und die gefällt mir besonders gut. Aber lasst uns den Truck mal beim Händler anschauen. Also gehen wir zum LKW-Händler und schauen wir uns den Truck mal an. Natürlich bei Peterbilt, wo denn sonst online kaufen. Wir gucken mal, was es so gibt. Ne? So, da habe ich den Ultra Cab, ja, von Viper, und da fängt der schon an, den Day Cab. So, dann Low Roof Sleeper. Und hier ist der Low Roof, ja, auch ein, ja, in verschiedenen Ausführungen. Und hier der Ultra Cab Sleeper, ne? Und der Ultra Cab, ja. Hier, das ist die Top-Variante mit 500 PS. Ja, wie kann man die Ausführungen ändern? Ihr könntet ja hier sehen, was mir zum Beispiel nicht so dermaßen gefällt, ist dieser Dachspoiler, der ist echt, ja, ist nicht so meins, und ja, auch dieser Flügel hier, das sieht auch extrem aus. Ich stehe mehr auf den normalen, ne, ja, also diesen Flachdach, ne. Und dann, da kann sich jeder sein Traum-Peterbilt zusammen konfigurieren. Wir verlassen mal kurz. Ja. So, wir gehen mal mit der Ausführung an den Daycap, ne? Und bauen wir den mal auf. Also, wir bauen den auf Top-Ausstattung auf. Ne? Das ist so. Was hat er für Fahrgestell? Hier der 6x4 Short. Na, mit 220, ja, wollen wir. So, aber da kriegt er gleich einen Sleeper, ne, also Schlafkabine dazu. Und mit den 300 Gallonen, ne, da hat er ein bisschen mehr. So, dann gucken wir den mal motorenmäßig an. Ne. Was hat er für Motoren? Das sind alles für, von den die Motoren auch von den Truck von Viper. Wir müssten mal in Multiplayer gehen, also in den Multiplayer spielen, ne? Und den uns angucken. Also werden wir uns gleich in den Multiplayer sehen, weil da kann ich es ohne Mods sehen. Okay, dann sehen wir uns gleich in den Multiplayer. So, mittlerweile sind wir im Multiplayer, und hier haben wir ja die Mods deaktiviert. Na, das wird das passiert ja automatisch. Ne? Und dann gehen wir wieder zum Händler und gucken wir uns den Truck an. Na, wir waren beim Online-Kaufen und wir waren bei dem Daycap. So. Ihr seht ja, hier ist ja auch der Skoda dabei, ne? Oder Scout, ne? Ausführung ändern. So. Dann fangen wir an. Ne? Das ist, ja, wollen wir nochmal den. Ja, da hat er den Sleeper drauf, also die Schlafkabine. So, da sind 1, 2, 3, 4 Fahrgestelle. Bei den Motoren kommt es mit dem Cummins, ne, AS6 12 mit dem 370 PS, bis den Cummins
mit dem 550 PS. Dazwischen ist ein PK-Motor und also zwei PK-Motoren, einmal mit 500 und einmal mit 455 PS. So, dann gehen wir zu den Getrieben. Den Getrieben, alles Eaton Fuller und ja, und Eaton Fuller und Allison 6-Speed-Retarder. Ja, ich nehme meistens den Eaton Fuller 18-Gang-Retarder. So. Dann gucken wir mal innen drin. So sieht das Interieur aus. Ja. Also. Aber ich nehme den hier, ja, mit dem Holzverteflung. Das sieht schön aus. Ist zwar sehr hell, ne? Für den Alltagsbetrieb ist das, sag ich mal, nicht so ein guter Interieur. Ne? Also für den Alltagsbetrieb, ne? Weil der wird doch ganz schön dreckig. Ne? So, jetzt kommen wir zu den Lackierungen. Das, was wir kennen, diese Standardlackierungen, Divided, ja, da kann man sich den Truck ja nach seinem eigenen Gusto zusammenstellen. Ne? Ihr seht hier, zum Beispiel das machen wir hier. So. Und anstatt machen wir hier so. Dann haben wir schwarz. Hier machen wir auch schwarz und das. Zum Beispiel sowas haben wir hier, Divided. Oder hier die Flames. Die sehen auch sehr schön aus. Die könnt ihr auch ja, selbst gestalten. Mir gefällt am besten Pinstripe. Also das ist so meine Lieblingslackierung, was ich habe. Also das ist definitiv meine Lieblingslackierung von allen. Obwohl alle sind sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Also die sind echt top. Na, da hat SS wirklich gute Arbeit geleistet. Das kann ich nicht anders sagen. Weil hier diesen wilden Puma, ja, sieht hier, der so faucht und richtig aggressiv aussieht. Ja. Oder hier Rodeo, ja, Amerika, ja, Rodeo. Gehört dazu die Cowboys, ja. Hier, ja, für die Lackierung hätte ich mir doch ja, das Fenster weggewünscht, ne? Das würde viel besser sein. Ja, was gibt's denn noch hier? Take-Off, ja, Navy, ne? Sehr patriotisch. Und Skyscape, ja, so eine Stadt, ne? Stadt Skyline oder hier Wave, ne, mit dem Surfen, ja, in Kalifornien, ne, sind alle sehr, sehr schöne Lackierungen, sehr gut gelungen. Da kann ich nur Lob aussprechen. Ja, und ich muss sagen, die Begeisterung ist ähnlich wie bei dem Peterbilt von dem Viper, als er wieder rauskam, ne, nachdem ich so lange gewartet habe. Also das ist für mich echt Top-Arbeit, was die von SS hier geleistet haben. Also diese Lackierung, zum Glück ist die ja zum Selbsterstellen, also dass man die selber machen kann. Also die Farben ändern kann. So, machen wir es mal so. Die Farben. Das find ich auch richtig, richtig geil. Also das gefällt mir persönlich am besten, ne? So. Also das umgekehrt, ne? Jetzt gehen wir auch zu dem Zubehör außen. Und hier kann man was Entscheidendes machen, was mir persönlich am besten gefällt. Dieses Grille Exclusive, ne? Da hat er den alten Look. Ihr seht hier die Scheinwerfer, ne? Hier die neuen Scheinwerfer und die alten. Und das gefällt mir persönlich am besten. Natürlich kann man wieder dieser hässlichen Spiegel hier ranklatschen, ne? An den Truck. Ne? Da kann man auf der anderen Seite auch eins drauf machen. Achso, hier ist eine lackiert und eine unlackiert. Ne? So, dann kann man hier den Bugschild, ne? Also dieses Insektenschutzschild ranmachen. Oder
Man kann den ohne Loch ran machen. Also ihr seht hier, dieses ist ohne Loch. Ne? Ja. So, was kann man noch dran verändern an den Truck? So, da kann man hier natürlich auch die Horns verändern. Ne? Kann man hier dieses RAR ran machen. Ihr könnt ja jeden Horn ran machen. Ne? So. So, und hier kann man die Seitenverkleidung anbauen, ne? Lackiert, ne? Ihr seht schon. Türgriffe, die kann man lackiert haben, ne? Oder mit Verchromung, ne? So, gucken wir uns mal an. Chrome 2. Machen wir mal. So, ihr seht hier lackiert, ne? So. Hier kann man die Kotflügel nur entfernen. Also das geht nur entfernen oder ran machen. Was anderes haben die sich noch nicht gedacht. Also ich hätte schon gut gefunden, wenn das so über die ganzen Räder gehen würde, ne? Das hätte ich schon besser gefunden. So. Ja, das kann man noch dran verändern an den Truck. Ja, natürlich hier innen drinne, das ist alles von außen, ne? Da brauchen wir uns gar nicht anzugucken. Also jetzt in bei dem Innen. Ne? Und ja, ich habe ja den Lenkrad, den Lenkrad DLC, ne? Da kann ich mir auch die Lenkräder so zurechtpassen, wie es mir gefällt, ne? Gibt es jede Menge schöne Sachen, die man hier sich ranbauen kann. Also der Truck, da kann man richtig eine richtige Schönheit draus machen. Deswegen werde ich auch diese Folge auch Water Beauty nennen, ne? Ihr seht hier verchromt mit Lichter, mit, ja, so, ihr seht hier lackiert. Ja, hier, ich entferne erstmal diese Spiegel hier, weil die nerven mich eigentlich. Ich mag die nicht. Ihr kennt meine Meinung dazu. Jeder hat so seine eigene Meinung, ne? Hier kann man ja auch hier so diesen Extrem-Sonnenschutz dran machen oder hier den hier. Aber ich mag eher sowas hier, ne? Ja. Den Hauptspiegel kann man auch verändern, natürlich. Mirrors painted, mag ich nicht so sehr. Ja, Classic, das sieht auch am besten aus. Ne? Horns haben wir. Kabinenbeleuchtung, ne? Da kann man ja wieder die Kabinenbeleuchtung dran machen. Ne? So, nehmen wir die hier. Und jetzt haben wir die ganze Bandbreite hier. Ihr seht. So, was haben wir denn noch? Ja, natürlich Räder können wir verändern, das ist klar. Und ja, ich werde wieder in den Singleplayer wechseln. Ne? Da habe ich ein paar schöne Mods aktiviert und ich habe, wie gesagt, diesen Sound von Captain Krichbaum. Ne? Und ja, ich werde den mir jetzt holen, diesen Truck hier, ne? Ah ja, was nochmal noch verändern kann, ne? Frontschutzbügel, natürlich kann man auch Frontschutzbügel da machen, hier so richtig Australian Style, ne? Zack, zack und zack. Ne? Wer eine Bullbar braucht, klar, kann er sich ranmachen. Das kann man hier noch. So, das ist der Grill, die Stoßstange. Ja, die Stoßstange, damit wir jetzt sie verändern können, ist es am besten, ihr könnt dieses hier ranmachen, ne? Oder die hier.
oder die hier oder die, die man dran hat, ne? Also sind so verschiedene Sachen, was man ranbauen kann, ne? Natürlich kann man hier die Schmutzfänger auch wechseln, ne? Also, auch ein sehr, sehr gelungener Mod, muss ich auch sagen. So, den Auspuff natürlich hatten wir auch fast vergessen, ne? So, dann kann man den hier ran machen oder den hier. Ja, jeder wie er mag, ne? So. Türgriffe haben wir, Luftfilter, noch Hauptspiegel. Kabinenlampen, Horns haben wir. So, dann bestätigen. So. Kaufen. Auch da würde ich mal sagen, in Arizona haben wir noch Platz. Nein, haben wir nicht. Haben wir denn noch Platz? So, in Kalifornien haben wir noch Platz. Sehr schön. Dann haben wir den gekauft und wir sehen uns gleich wieder in dem Spiel im Singleplayer, damit ich euch auch den Sound zeige von den Truck. So. So, wir sind wieder im Spiel, ne? Und ja, ich habe die Sounds von Captain Kriechbaum aktiviert, ne? Und das ist jetzt die Hupe. Und hier die Fanfare. Ja, it never rains in California. Stimmt nicht so ganz, ne? Ihr seht hier, es regnet. Ja, und wie aufs Wort verschwindet der Regen wieder. Das ist auch sehr schön. Also ich muss sagen, also der originale SCS-Sound begeistert mich nicht wirklich. Ja. Es ist echt nicht der beste Sound, muss ich auch sagen. Ja. Es ist ja, ihr kennt das typische SCS-Sound. Na, geht das überhaupt nicht. Ja. Wir werden uns mal eine Fracht anschauen. Basta California nach Basta Kalifornien. Ja. Silit Construction Mining, ja, will ich nicht hin. Ja. Wir werden diesen Auftrag ausführen, ne, mit dem Gemüse. So. Tiefkühlgemüse von Basto nach Los Angeles. So. Also wir werden uns mal angucken, wie das aussieht, wenn der Trailer angekoppelt ist. Ja. Und ja.
Dann denke ich mal, das war's für die Mod-Vorstellung, die ich euch gezeigt habe. Ja, ich musste das auch in mehreren Teilen aufnehmen, weil ich habe da mit dem Multiplayer-Profil und jetzt bin ich auch in dem Multiplayer-Profil, aber ich bin offline, also in dem Singleplayer-Modus. Kollege, nicht, will dich nicht rahmen. So. So, dann gucken wir den mal von außen an. Ne? Sieht echt top aus mit dem, ja, sitzt alles, ne? Ist ja klar, ne? Das ist ja der Truck von SCS, ne? Da sitzt alles, ne? Und ja, die Lackierung, also ich hätte keine bessere Lackierung machen können. Also die gefällt mir echt top, ne? Das ist auch eine Geschmackssache, aber ich finde die Lackierungen, die für den Peterbilt da sind, ja, finde ich echt gelungen und gut gemacht, ne? Und ja, durchaus kann er mit dem Truck vom Viper angucken mithalten, ne? Und ich denke mal, die haben sich auch sehr stark an den Truck von Viper inspiriert, ne? Weil der hat ja auch sehr gute Elemente drinnen, ne? Was er eingebaut hat. Ja, was mir fehlt persönlich ist der lange Chassis, ne? Das haben die nicht, weil natürlich Peterbilt ist dann ja nicht so dafür begeistert, dass die so einen langen Chassis machen. Also diese Long Chassis, ne? Das sind ja auch nicht vom Peterbilt direkt, ne? Wenn die Trucks, da gibt es Spezialfirmen, die diese Chassis verlängern, ne? Dafür muss man einen Truck auseinandernehmen, das ist nicht mal eben so gemacht. Ne? Da muss man den ganzen Truck auseinandernehmen und wieder neu aufbauen und dann neu lackieren und so weiter und so fort. Ne? Das ist gar nicht so einfach. Ja, und so sieht er aus mit Trailer dran, also ein echt geniales Teil. Ja, und apropos der Truck vom Viper, also gewisse Teile von den Truck vom Viper passen auch hier drauf, zum Beispiel die Felgen, habe ich ja persönlich ausprobiert, ne, und die sehen echt top aus an dem Truck. Ja, man kann auch diese Felgen dran machen, ne, also es gibt solche und solche Felgen, also da kann man sich sein Traum-Peterbilt zusammenbauen und ja, auch der von SS ist wirklich, wirklich sehr gelungen. Ja, damit sind beide Trucks angekommen. Hier der Kenworth W900 und der Peterbilt 389 sind in dem Spiel American Truck Simulator angekommen. Und ja, das finde ich echt geil. Also die wichtigsten Trucks überhaupt am Amerika. Amerikanischen Trucks sind angekommen. Wie gesagt, der W900, der zuerst auf dem Markt war, also hier im Spiel, und der Peterbilt 389, der jetzt gekommen ist, und ich finde den wow, 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 ich will den haben. Also so schön sieht der Peterbilt aus. Mir gefällt diese Lackierung am besten. So ist mein Traum Peterbilt zusammengestellt.
Und ja, Freunde, das war's mit der Mod-Vorstellung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auch davon auf das Gameplay. Wenn ihr denn ein Video mögt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wäre auch super nice. Und ich danke euch und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch alles Gute und see you along, Asphalt Cowboy. Bye bye.